Eines Tages im Frühling hatte ich eine schicksalhafte Begegnung. Dafür, du tauber, gefühlsblinder und gemeiner Protagonist. Wie kamst du überhaupt darauf loszuziehen und Nachforschungen über mich anzustellen? Vielen Dank für deine lobenden Worte, Sawamura-san. Und wir könnten uns auch wieder mit allerlei Dingen amüsieren. Jetzt überlegt mal, Leute. Erik Hashibagi und Utako Kasumi auf einer Karte. Das ist die größte Kollaboration, die die Welt je gesehen hat. Hast du überhaupt schon angefangen zu zeichnen? Soweit ich sehe, hängst du mit den Illustrationen ein gutes Stück hinter dem Zeitplan her. Ach, aber jetzt wurden die Bilder in meinem Kopf allesamt über den Haufen geworfen. Das heißt, dank dir werde ich mich womöglich unnötig verspäten. Scheint, als wäre unser Zirkel heute so produktiv wie immer, was? Kann man so sagen. Es läuft ausnahmsweise richtig gut. Ja, soweit gibt es keine Probleme. Es ist dann auch mutig von dir, das zu sehen und das als richtig gut zu bezeichnen.